Das Verkehrskonzept und Tourismuskonzept sind lange geplant, harren aber noch auf eine Realisierung. Wann wird für die Bevölkerung einmal etwas sichtbar? Es ist bei dieser Radachse, das ist ein wesentlicher Teil von dem Konzept. Und wir sind heuer dabei, das umzusetzen. Sie brauchen sich nur anschauen, gewisse Gestaltungen bei Kreuzungen, Durstgasse, Ederstraße. Sie können sich anschauen, dass jetzt in der Kapuzinergasse der Überzug gerade neu gemacht worden ist, eben im Zug auf diese Radfahrtauglichkeit. Wir haben gerade das Pflaster, die Stellen ausgebessert im Bereich der Ibstorgasse und durch den Ibsturm, gerade wegen der Radfahrer, die auch hier gegen die Einbahn fahren. Wenn Sie sich anschauen, die Kreuzung beim Patertal, da ist die Neugestaltung, diese Verschwenkung der Straße und mit dem neuen Übergang auch schon sichtbar. Denn im nächsten Jahr wird diese Radachse bis zum Hauptbahnhof hinaus fortgeführt. Das ist einmal das eine. Das ist aber Teil eines Verkehrskonzepts, dass wir den nicht motorisierten Verkehr hier entsprechend stärken wollen. Das zweite ist, wenn Sie auf die Zell hinüberschauen und nachdenken, dann ist dort immer wieder von den Bürgerinnen und Bürgern berechtigterweise gekommen, dass im Bereich des Hauptplatzes hier zu viel Verkehr herrscht. Vor allem auch ruhender Verkehr und dadurch natürlich eine gewisse Unordnung. Hier haben wir bitteschön im vergangenen Jahr in Abstimmung mit den Bürgern dieses Konzept der Kurzparkzone gemeinsam erarbeitet, vorgestellt und das hat Zustimmung gefunden. Und das haben wir umgesetzt. Und ich habe dort auch ganz klar gesagt, der nächste Schritt wird der sein, dass wir uns jetzt den Durchzugsverkehr anschauen. Dazu muss es aber, wenn jetzt diese ganzen Baustellen wie zum Beispiel Berghofstraße, Arzbergstraße fertig sind und wieder ein normaler unter Anführungszeichen Verkehr hier herrscht, wird es hier eine Verkehrszählung noch einmal an den Kreuzungen geben mit den Nummerntafeln. Denn die Verkehrszählung von der TU hat leider nur die Verkehrsströme erhoben, aber nicht, wer jetzt exakt von wo kommt. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir diese Analyse noch einmal brauchen. Die wird jetzt im Frühjahr durchgeführt und dann werden die nächsten Maßnahmen folgen, wie wir zum Beispiel die Zell verkehrsmäßig tatsächlich entlasten können. Da gibt es ein paar Ansätze. Das reicht von Einbahnteilstücken. Das geht darüber, dass wir wirklich auch die Geschwindigkeit stärker kontrollieren. Ich kann mir durchaus vorstellen, und das habe ich in manchen Gesprächen auch gesagt, dass wir hier eine Firma beauftragen, die wirklich Geschwindigkeitsmessungen macht, um, wenn es wirklich notwendig ist, diesen Durchzugsverkehr wegzubringen. Es muss gelingen, dass von der Zell der Verkehr sehr rasch auf das leistungsfähige Netz tatsächlich durch den Tunnel zum Beispiel kommt. Und als dritte Maßnahme, die wir auch umgesetzt haben, die auch im Verkehrskonzept der TU drinnen enthalten war, war letztendlich die Tempo-30-Zone in der Burgsteiner Straße. Auch das etwas, das in diesem Verkehrskonzept enthalten ist.